Da wurde ich auch schon auf, also da wurde ich auf Boden gestern schon geschickt. Ist aber auch eine Sache, die ich gestern auf Twitter Typhoon erklärt habe. Wieso sich Warzone 2 so schlecht anfühlt, ist Movement TTK ein Grund gewesen, klar. Aber die Waffen sind ja ganz anders designt. Die haben ja. In Warzone 1 war es so, du hattest wenig visuellen Rückstoß. Dafür meistens einen relativ hohen richtigen Rückstoß. Also die Waffen haben nicht auf der Stelle geschossen, sondern sind so ein bisschen nach rechts oben oder so gegangen. Dafür weniger wackeln, so. Was halt unrealistischer ist, aber ist halt so. Und immer das gleiche Rückstoßmuster. Also die Amax hat immer so einen kranken Bogen geschossen und den konntest du immer. Der war immer gleich, dieser Bogen. Und das konntest du quasi lernen. Das war dann quasi ein Skill und es hat sich auch gut angefühlt, sag ich mal. Ich sehe nicht, von wo der Prezi kommt. Ah, doch, da. Und in Warzone 2 ist genau umgekehrt. Du hast extrem viel visuellen Rückstoß. Alles wackelt, wenn du schießt. Das Rückstoßmuster ist nicht gleich, aber dafür haben die Waffen generell wenig Rückstoß. Also es ist halt so, du kannst es nicht wirklich lernen. Es fühlt sich nicht wirklich satisfying an, weil es halt kein Skill ist irgendwie. Und es soll halt einfach nur so, oh, realistischer und sowas sein. Das ist auch der Grund, wieso sich meiner Meinung nach Long-Range-Gunfights in Warzone 2 einfach so kacke und unbelohnt anfühlen. Weil es halt auch immer noch Random-Faktor noch dazu ist. Und einfach so unnötig. Es hat alles so gemacht, dass es halt irgendwie realistisch und cool für DMZ ist. Also. Du DMZ-Urwirt. Was ich wirklich immer noch merke, by the way, also ich weiß nicht, wer das gesagt hat von den Creatoren, aber das habe ich auch ein paar Mal gelesen auf Twitter. Aim Assist wird auf gar keinen Fall genervt. Also das ist immer noch genauso. Ich finde wirklich, du merkst. Wo davon gerade? Oh nein. Im Game oder auf Stream? Nur im Game gerade. Nee, also ich glaube, bei mir noch in Ordnung. Hä? Ich glaube, aber dann fliegt die ganze Lobby gerade komplett. Ich glaube, es könnte sogar der Server sein. Server Crash, maybe. Nee, Verbindung zum Blizzard-Server wurde. Warte. Jetzt beenden und zum Desktop drücke, wird auf meinem Desktop 100% wieder stehen, dass ich kein Internet auf dem PC habe, ne? Oh, wobei, doch. Ah, ey, jetzt. Du fliegst raus, ich komm gar nicht erst rein, nice. Ja, doch, genau diese Nachricht. Ich, ne? Genau diese Nachricht, die du bekommen hast, bekomme ich direkt, wenn ich das Game launche. Aber ich habe angeblich Internet, keine Ahnung. Ja, also vielleicht sind die Server auch einfach scheiße. Das wird erklären, warum ich nicht reinkomme, aber jeder andere Mensch der Welt trotzdem reinkommt. Keine Ahnung. Aber gerade war nicht Verbindung zum. Sondern es war halt wirklich komplett Spielserver, ne? Also nicht von der einen Runde quasi, Verbindung zum Host verloren oder sowas. Sondern einfach ausgeflogen. Einfach du, genauso wie ich, du hast einfach keine Connection zum ganzen Server gehabt gerade. Ja. Aber macht ja keinen Sinn, wenn ich Discord und Stream trotzdem weiterlaufen. Also es funktioniert ja nicht. Nee, macht ja auch keinen Sinn, dass bei mir alles perfekt funktioniert. Ich mit voller Bandbreite downloaden kann, aber nicht auf Server kommen. Das macht auch keinen Sinn. Ganz komisch. Bis 9 Meter ist die MP5 besser laut TrueGame Data. Bist du dir sicher? Weil ISO. So, ich wurde so gescheppert auch von der ISO teilweise. Was maybe ich Headshot sagen Damage? Wollte ist. Wegen Dings, wegen Aim Assist. Ich merke das richtig bei Long Range Gunfights. Ich adjuste mein Aim gar nicht auf den Typen, weil ich den meistens gar nicht sehe, sondern einfach das ist wirklich 90% Aim Assist auf Distanz. Ja. Das ist halt. Und dann halt wirklich viel lieber deutlich weniger Aim Assist. Oh mein Gott, warte mal, ist das auch gerade. Laufendes Spiel wieder beitreten! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh mein Gott! Stimmt. Aber okay, warte, das habe ich. Ich bin an der gleichen Stelle mit meinem gleichen Loot. Nein. Echt? Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du irgendwie nochmal neu spawnst oder so und keine Waffen hast? Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Das ist ja insane. Nein, okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist geil. Kann auch nicht von Infinity Ward sein dann. Kann nicht von Infinity Ward sein. Das ist so Private Matches aus. Finde ich ein gutes TikTok. Danke fürs Clippen, Julia. Bei Private Match, also Custom Games, meinst du Warzone Custom Games? Weiß nicht. Weil Leute gleich bei Anfang oder so rausfliegen, dass die wieder so. Ja, das wäre halt so insane. Weil hast du öfter mal das Zeug rausgefunden, wenn du was war das hier eigentlich gerade für ein Freepiece? 3 Kills geschenkt bekommen von der Zone einfach. Nachgejoint und instant 3 Kills gemacht. Oh mein Gott, kann man das? 4 Kills, oder? Könnte man doch theoretisch auch richtig cheeky so für seinen Vorteil nutzen, oder? Angenommen, du wirst so von 3 Leuten gepusht, dann. Kurz Checker ziehen, sagst du?
Oh mein Gott. Sollten wir das. Soll ich das mal versuchen gleich? Oh mein Gott, probier das gleich mal. Aber so. Oh nein, oh Gott. Ach, scheiße, bin ich tot. Hilfe! Du kannst ja auch so spezifische Sachen probieren. Mit deiner Ausrüstung wegwerfen und so oder Munition und dann gucken, ob die sich wieder auffüllt oder so. Das verstehe ich jetzt nicht. Er mörsert mich denn jetzt hier. Geil, und es fighten mich wieder zwei. Ich werde ja, immer von zwei Leuten gefightet. Schnell Kabel ziehen. Schade. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht funktioniert. Ich glaube nämlich, das gibt so ein kleines Fenster, wo du safe noch für die anderen sichtbar bist. So, so das kann ja sein, ja. Ich bin kurz. Jetzt sind wir wieder quitt. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feinde landen im Einsatzgebiet. Aber spielt niemand von den Pros die Lachma mit dem mit einem größeren Visier als das Aim OP da? Das Standardzielhilfen V4? Ach nee, schon wieder. Es sieht Nebel auf. Es sieht Nebel auf. Danke, Julia. Ist da alles mit drin? Von ich fliege raus zu Ding? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Das passt, glaube ich, nicht in 60 Sekunden. So. Hier was reinlaufen sehen? Oder habe ich mich getäuscht? Ich glaube, ich bin getäuscht, ne? Alle Aim V4, krass. Weil ich finde es vom Recoil her eigentlich voll okay so. Mit VLK. Feindliche Drohne aktiv. Was? Heizt die Menge an. Heizt die Menge an. Muss ich einen Highlight erstellen? Muss nicht machen, kann ich auch machen. Oh mein Gott, wo kommst du her? Nichts gehört. Mein Totenkopf. Nein, out of zone. Verkauf mit 3K kriege ich trotzdem keinen Loadout. Ich lande auf seinem Arsch. Oder er springt sogar runter. Das ist natürlich übertrieben geil. Das war ein viel zu hoher Sprung. Ja, perfekt. Perfekt. Findest du aber auch auf Wandel gibt es zu wenig Kisten bzw. Sachen? Nee. Oh mein Gott! Giorno! Er hat sich auch meine Waffe geklaut. Die Mistsau. Ne, mit Platten habe ich echt kein Problem. Ich habe nur immer ein Problem mit meinem Inventar halt. Ach man. Ich habe wirklich ein Riesenproblem mit Platten. Ich habe immer ein Problem mit meinem Inventar, weil. Wegen der Muni. Ja, genau, weil der halt standardmäßig immer die Sachen aufnimmt, die ich halt nicht haben will. Ja, das war Infinity Ward. Ja. Der hat keinen Schuss AR dabei. Hier liegt auch nichts mehr. Hm. Ach so, ja. Das hat er nicht automatisch aufgenommen, natürlich. Aber ich hatte auch, glaube ich, keine AR dabei. Alles gut. It's okay. Das ist echt krass, ne? Wie viel. Smoother in Warzone 1 immer noch das Looten sich anfühlt, ne? Ja, es ist ja wirklich Tag und Nacht. Aber die Frage ist halt, sowas wie Slide Cancel und sowas würde halt auch in DMZ keinen Sinn machen, oder?
Ich sag ja, also Infinity Ward und DMZ ist der Urwirt für Warzone 2, ja, ja. Dass das so ist, wie es ist. Ich sage auch, wenn die DMZ gescrapped hätten, dann wäre Warzone 2 besser als ja, jetzt ist. 100%. Safe. Ich verstehe das, weil haben die jetzt echt gedacht, DMZ wird so der nächste große Extraction-Shooter oder was? Müssen die gedacht haben. Salam. Ja, müssen die gedacht haben. Man muss auch sagen, es kommt auch echt gut an eigentlich, ne? Echt? Ja, ich glaube, Spielerzahlen sowas sind echt krass. Weil es halt. Dann sollen die Pisser, die sie als eigenes Game rausbringen. Ja, ich bin da auch absolut der Meinung. Aber es ist halt für die die Markterweiterung gewesen. Und das ist halt auch so eine Sache, die COD noch nie hinbekommen hat, ne? Sich auf eine Sache, so eine neue Sache machen und dann eine alte Sache trotzdem noch weiter supporten, das kriegen die halt nicht hin. Ja. Spielst du ohne Schalldämpfer? Die lachen. Bitte? Was nimmst du statt dem Schalldämpfer für einen Aufsatz? Ja, die Sarkin-Tread-Mündung für weniger Recoil. Der nimmt wieder einen Stack SMG mit, dann lieber AR. Auch eine Sache, die noch ganz komisch ist. Wenn du in der Tür stehst und es ist Loot auf dem Boden, du kriegst niemals die Tür zugemacht. Der nimmt immer, auch wenn du nur die Tür anguckst oder gegen nach oben schaust, der nimmt immer den Loot auf dem Boden auf. Immer. Das kriegen die nicht gelöst irgendwie. Das war in Warzone 1 auch nicht so. Ich bin auch immer noch für Loot schweben, größer liegen. Ja. Auch einfach wieder eine so DMZ-Sache. Ja, das habe ich also auch. Also wir drehen uns im Kreis, aber es ist halt wirklich so. Also alle Fehlentscheidungen, was Gameplay-Design angeht, sind auf DMZ zurückzuführen. Ja, das ist echt traurig. Ja. Auch das ist mit dem, dass die Sachen im Regal liegen, anstatt einfach auf dem Boden im Raum. Ja. Realismus. Ich hab's auf 19. Schon mal eine Waffe auf dem Boden schweben gesehen, Philipp? Nein, Christian. Siehste? Bist du schon mal nach deinem toten Fall schon wiedergekommen? Ja. Nachdem jemand 4K geblecht hat? Ja. Das ist schon passiert so. Das ist schon passiert. Jetzt muss ich gerade an dieses Video denken mit Stephen Hawking, wenn er Gulag gewonnen hat. Achso, ja. Wunderlos. Ach nö, halt dich doch fest. Schon mal jemanden gesehen, der in einem Close-Range-Gunfight im Krieg sich auf einmal hinlegt und dropshottet? Nee. Oder springt? Übrigens, Dropshots machen richtig viel jetzt, ne? Boah, das hat irgendwie lange gedauert. Dropshot machen richtig viel, ja, das stimmt. Ich würde gerne mal wieder Modi mit mehr Gegnern spielen. Komm mal rein jetzt. Hast mich gerade gekillt? Sorry. Ja, ich probiere es. Du hast dein Spiel doch gerade neu am Downloaden, oder nicht? Es ist fertig. Es ist fertig? Ja, ich habe krankes Internet, Bro, wenn die Server mal. Also wenn die Battlenet-Server keinen Stress machen. 15 Minuten für 100 GB. Ich bin übrigens reingekommen direkt, nachdem ich es neu installiert habe. Nice. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie kann der denn da oben drauf? Da kann man doch gar nicht langlaufen, dachte ich. Da müsste ja eigentlich alle Settings trotzdem übernehmen, ne? Wegen Activision-Account. Ja. Und wegen... Okay, aber Shader dem Textdokument. Das ist so krank, wie sehr das Spiel im Menü leckt, wenn Shader aufgenommen wird. Nein. Er springt! Idiot.
Lad mal ein, wenn du fertig bist. Also, sehr, sehr ehrenvoll, dass der Mann mich am Leben gelassen hat und ich hier dann so das Endgame dominieren kann, dass ich noch den Win hole. Ist das geisteskrank. Einmal Glück, ein einziges Mal Glück, dass er nicht finisht. Die größte Fehlentscheidung seines Lebens. GG's. Da runter zu springen, oder was? GG's. Nee, ja genau, er hat mich nicht gefinisht und dachte, ja, die Zone würde ihn schon töten. Ich hatte aber goldene Gasmaske und dann habe ich komplett überlebt, hab noch alle Kills im Endgame gemacht und die Runde gewonnen. Ist das krank. Ist aber eine gute Runde eigentlich zum Uploaden auch. Wir haben die ganze Zeit über Warzone und sowas auch geredet. Macht auch Sinn. Guter Upload, ja. Lasst ein Like da.